begrüße euch zu einem weiteren Guide im Spiel Final Fantasy XIV Realm Reborn. Und zwar heute beschäftige ich mich mit dem Boss Kalia in der Instanz Verschlungene Schatten von Bahamut. Wie gehabt werde ich euch 10 Dinge zeigen und erwähnen, die relevant sind. Und ich hoffe, euch hilft's und ihr sagt dann mal viel Spaß beim Anschauen. Wie gehabt fangen wir an mit der Aufstellung des Raids bei Kalia und diese ist wirklich nicht kompliziert und die sieht folgendermaßen aus. Auf der Position B ganz im Norden befinden sich die beiden Tanks und hinter dem Boss Kalia, sprich zwischen A und C, positioniert sich der restliche Raid. Diese Aufstellung bleibt auch in der ersten Phase wie auch letzten Phase bestehen. Auf geht's ins Kampfgeschehen. Wir sehen nun hier, wie der Kampf startet und unser Main Tank Richtung B rennt, sowie auch der Second Tank. Wie schon gerade erwähnt, die Aufstellung ist recht simpel gehalten, aber sollte dennoch auch so eingehalten werden, da dies halt für den späteren Kampfverlauf wichtig ist. Lange müssen wir auch nicht auf die erste Fähigkeit von Kalia warten und diese hat den Namen Nervengas. Man sieht es nun hier in der Aufnahme, wie Nervengas gecastet wird. Grundsätzlich ist zu dieser Fähigkeit zu sagen, dass diese in der ersten Phase sowie auch in der letzten, sprich dritten Phase vorkommen wird. Ebenso ist zu erwähnen, dass Nervengas dreimal hintereinander gecastet wird. Dieses Nervengas erscheint auf drei verschiedenen Positionen auf dieser Plattform. Dies ist vollkommen zufällig und kann nicht vorhergesehen werden. Wichtig ist hierbei nur, dass diesem Nervengas ausgewichen wird, sprich, dass man nicht dringend stehen bleibt. Sollte man dennoch in diesem Nervengas dringend stehen bleiben, wird dieser Spieler einen Debuff bekommen, welcher den Schaden auf sich selbst erhöht über einen längeren Zeitraum. Also achtet darauf, dass die Laufwege richtig sind und ihr nicht vom Nervengas getroffen werdet. Der optimale Laufweg ist im Bereich der Hitbox von Kalia, sprich steht am Boss hier ran und rennt immer halt rechts oder links, je nachdem wo ihm halt gerade Nervengas aufkommt. Ab 90% kommt eine weitere Fähigkeit mit dem Namen Barofeld. Barofeld wird von Kalia gecastet und bewirkt folgendes. Sobald der Cast Barofeld durch ist, wird unter Kalia es nicht mehr möglich sein, eine Abkürzung zu nehmen und vielleicht dem Nervengas auszuweichen. Solltet ihr dennoch halt zu nah an Kalia ranstehen oder versuchen durch Kalia durchzuspringen, werdet ihr ebenso einen Debuff bekommen, welcher den Schaden auf euch selbst erhöht. Also achtet darauf, wenn ihr im Nervengas ausweicht, dass ihr wirklich nur entlang der Hitbox rennt und nicht durch Kalia durchrennt. Besonders wichtig für die Milis, also achtet darauf, dass ihr nicht aus Versehen zu nah dran steht. Nun kommen wir zu einer Fähigkeit, die nicht nur auch in der ersten Phase vorkommen wird, sondern auch in der dritten Phase. Diese wird euch also während des Kampfverlaufs auch weiterhin begleiten. Diese Fähigkeit braucht besondere Aufmerksamkeit, da diese schnell untergehen kann. Wie wir in dieser Aufnahme sehen können, sehen wir, dass über Kalia eine Art Sprengung vollstatten geht. Ich nenne dies netterweise Kopfsprengung Rot. Aus vollem Grund, es sieht aus wie eine Sprengung und hat halt eine rote Farbe. Man könnte auch sagen, dass zwei Meteore halt sozusagen von Kalia abgeschossen werden. Hierbei gibt es nun zwei Varianten, die kommen können. Die erste Variante besteht daraus, dass zuerst eine rote Kopfsprengung zu sehen ist und kurze Zeit darauf eine blaue Kopfsprengung. Bei dieser Abfolge ist es wichtig, dass sich der Raid, sobald die rote Kopfsprengung als erstes zu sehen ist, verteilt und abwartet, bis zwei verschiedene Spieler eine Sprengung bekommen und sobald ein weiterer Spieler von einem Laser betroffen ist, sich der komplette Raid wieder hinter Kalia sammelt, um den weiteren Schaden abzufangen. Die zweite Variante, die kommen kann, sieht genau andersrum aus. Zusammengefasst lässt sich sagen, bei einem Laser muss sich gesammelt werden, um den Schaden zu splitten. Hingegen bei einer roten Kopfsprengung ohne Laser muss sich verteilt werden, um dort immer halt den Schaden einzeln abzufangen. Als nächstes beschäftigen wir uns mit dem Thema, was die Tanks hier beim Bossfight zu tun haben. In dieser Aufnahme können wir sehr gut erkennen, wie eine weitere Fähigkeit von Kalia gecastet wird und diese hat den Namen Nebenkopf. Diese ist sehr wichtig für die Tanks, aus folgendem Grund. Bevor dieser Cast in Nebenkopf gecastet wird, wird der aktuelle Main Tank von einem Stun betroffen sein, einem Tank Stun. Das sieht man nur hier links oben in der Buffleiste, das bedeutet, dass dieser bewegungsunfähig ist und nichts mehr machen kann.
Dies ist ein Anzeichen dafür, dass Nebenkopf bald gecast wird. Nun besteht die Aufgabe darin, dass der Second Tank während des Casten Nebenkopf den Boss Kalia abspottet. Wichtig ist hierbei, dass das Timing passt. Es darf nicht vor dem Cast Nebenkopf abgespottet werden und es darf auch nicht zu spät abgespottet werden. Würde kein Spott stattfinden während des Cast Nebenkopf, würde der Main Tank instant sterben, da er halt den Schaden nicht abfangen kann und nicht blocken kann, da er wirklich bewegungsunfähig ist. Erst nachdem Nebenkopf durchgecastet wurde und der Second Tank die Aggro bekommen hat, darf im späteren Verlauf wieder vom Main Tank gespottet werden, sobald er wieder bewegungsfähig ist. In dieser Aufnahme können wir sehr gut sehen, dass Multi die zweite Variante von eben zum Tragen kommt. In diesem Fall kommt zuerst eine blaue Kopfsprengung und zugleich ein Laser auf eine Person und erst anschließend eben halt die Kopfsprengung im Feuerformat. Dies bedeutet, dass eben halt zuerst sich hinter dem Boss gesammelt wird, gewartet wird, bis der Schaden gesplittet wurde vom Raid und anschließend wird sich verteilt, um dann immer die zwei Einzelsprengungen immer halt Single abzufangen. Ab 60% wird der erste Phasenwechsel eingeleitet und dies kann man sehr gut erkennen, dass auch Kalia in die Mitte rennt und ab diesem Zeitpunkt halt unverwundbar ist. Ebenso sieht man, dass drei verschiedene Drohnen oben Kalia spawnen sowie mal drei weitere Gegner. Zum einen eine Waffensphäre im Kugelformat, zum einen ein Schwerkraftmodul im Quaderformat und zu guter Letzt eben halt ein elektrisches Modul, was aussieht wie ein Ei. Diese drei Objekte haben verschiedene Fähigkeiten, die zu beachten sind. Zum einen ist es wichtig zu wissen, dass diese Kugeln oder diese Objekte sich nicht zu nahe kommen dürfen, da diese sich sonst verbinden und dadurch halt den Raid wipen. Zum anderen ist es wichtig, dass sich der Raid hinter der Kugelsphäre sammelt, um den Schaden auf dem Main Tank in diesem Fall zu verringern. Sollten nicht genug Spieler hinter der Waffensphäre sein, wird der Schaden zu hoch auf dem Main Tank und dieser würde sterben. Also achtet darauf, dass ihr ganz nah an der Waffensphäre halt steht. Dies bedeutet, dass der Main Tank die Waffensphäre nimmt und der Second Tank dieses Schwerkraftmodul. Die Herausforderung für die Tanks wird es sein, sich so abzusprechen und so im Kreis zu rennen, damit diese Kugeln und diese Objekte sich nicht zu nahe kommen. Bei dem Schwerkraftmodul, sprich dem Quader, ist zu wissen, dass dieser magieanfällig ist. Sprich, es sollte ein Caster zumindest auf dem Schwerkraftmodul sein, um dort kontinuierlich Schaden zu machen. Der restliche Raid wird weiterhin Schaden auf die Waffensphäre machen. Die Herausforderung wird es sein, dass sich zum einen diese Objekte nicht verbinden und zu nahe kommen und zum anderen, dass diese gleichzeitig down gehen, sprich getötet werden. Eine weitere Fähigkeit, die wir schon aus T9, sprich den Kampf mit Nael kennen, ist dieser Blitzdebuff. Auch in dieser Phase wird ein Spieler mit einem Blitzdebuff versehen, welcher aus dem Raid rausgetragen werden muss. Sollte dieser Blitzdebuff nicht rechtzeitig rausgetragen, wird der komplette Raid halt gesprengt. Also achtet auf eure Debuffs und rennt rechtzeitig raus. Um das Ganze noch ein bisschen bewegungsintensiver zu machen, gibt es auch noch Laser hier in dieser zweiten Phase. Grundsätzlich ist zu wissen, dass diese Laser von diesen drei Drohnen in der Mitte ausgehen. Sprich, dass drei Laser auf drei Spieler gewirkt werden und diesen ausgewichen werden müssen. Sollte man dennoch von einem Laser getroffen werden, wird man instant sterben. Also achte darauf, rechtzeitig rauszurennen.
Aus diesem Grund ist es auch vollkommen wichtig, gesammelt zu stehen und im besten Fall alle drei Laser auf einmal abzulegen, um dementsprechend mehr Platz zu haben, auszuweichen. Ein kleiner Tipp von mir wäre auch noch zusätzlich, dass ihr versucht, nur nach vorne auszuweichen, sprich in Richtung des Main Tanks, und der Blitz immer nach hinten abgelegt wird, um dort auch Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Zu guter Letzt kommt auch noch in dieser Phase eine Art schwarzes Loch, in diesem darf man auch nicht drin stehen, da man sonst halt verlangsamt wird. Dies kann natürlich dann problematisch werden, wenn man auch noch zusätzlich einen Blitzdebuff hat. Dadurch wird es dann fast unmöglich, rechtzeitig aus dem Raid zu rennen. Nachdem bestenfalls der Quader und die Kugel gleichzeitig down gemacht worden sind, wird sich dem Ei zugewandt. Wichtig beim Ei ist zu wissen, dass man nur Schaden machen kann, wenn man in Melee-Range ist, sprich wenn man Drang am Ei steht. Zusätzlich kommen natürlich auch noch der Blitzdebuff, welcher herausgetragen werden muss, und auch natürlich noch die Laser, da diese noch von den Drohnen in der Mitte ausgehen. Hilfreich ist es auch, wenn ihr das Ei mit Verlangsamungseffekten belegt, damit die Millis oder auch allgemein der Raid es einfacher hat, maximalen Schaden auf das Ei zu wirken. Sobald ihr das Ei erfolgreich erledigt habt, wird auch schon die nächste und letzte Phase eingeleitet. Sobald dies passiert, bewegen sich die Tanks wieder auf die ursprüngliche Position B und der restliche Raid sammelt sich hinter dem Boss. Sobald ihr dies getan habt, wird der Cast Nervenwolke gecastet. Sobald dieser Cast durch ist, bekommt der komplette Raid eine Menge Schaden. Also achtet darauf, dass sobald dieser Cast angesetzt wird, dass der Raid hochgeheilt ist, sowie auch eventuell Mantra genutzt wird, um die Heiler zu entlasten. Nun kommen wir wohl zur wichtigsten Fähigkeit von Kalia in der letzten Phase mit dem Namen Nanosporenstrahl. Nanosporenstrahl wird von Kalia gecastet und bewirkt folgendes. Sobald der Cast aufscheint, werden 4 Spieler von 2 Verbindungsarten betroffen sein. Jeweils einer blauen Verbindung sowie einer rot-grünen Verbindung. Diese Arten von Verbindungen werden immer von 2 Spielern jeweils eingenommen. Zusammengefasst bedeutet dies bei der ersten Variante, dass eine Verbindung zwischen den beiden Tanks aufkommen kann und eben halt eine Verbindung zwischen 2 DD-Lern oder eben halt Heilern. Bei der zweiten Variante, die aufkommen kann, werden 2 Verbindungen im Raid halt hinter dem Boss eingegangen. Nun kommen wir zum wichtigen Teil. Sollte die Variante 1 zutreffen, dass die beiden Tanks von einer Verbindung betroffen sind, sowie 2 andere Spieler hinter dem Boss, so bleibt die Positionierung so, wie sie nun ist. Sprich, die Tanks bleiben bei Position B als Ausgangsposition und die beiden anderen betroffenen Spieler hinter dem Boss. Sollten hingegen 4 Personen hinter dem Boss von den Verbindungen betroffen sein und nicht die Tanks, sieht es folgendermaßen aus. Die beiden Personen mit einer rot-grünen Verbindung rennen zu A, sowie die Personen mit einer blauen Verbindung rennen zu C. Der Grund dafür ist ganz simpel. Es darf nicht passieren, dass die Personen, die eine Verbindung haben, also unterschiedliche Verbindungen, dass die aufeinandertreffen, da diese sonst sterben würden. In diesem Fall, bei unserem Try, sieht man, dass als erstes eine Nicht-Tank-Verbindung gekommen ist. Dies bedeutet, wie gerade erwähnt, die Variante 2 kommt zum Tragen. Sobald die Personen, die auf der jeweiligen Position sind, A und C, werden die Verbindungen aktiv sein. Oder zumindest, sie werden dann aktiv sein, wenn der Cast durch ist, sprich Neurostrahlen. Also seid rechtzeitig auf der jeweiligen Position, um euch nicht gegenseitig in die Luft zu sprengen. Zusätzlich seht ihr das auch anhand der Debuffs, wer welche Verbindung hat. Darauf dürft ihr euch aber während der Aktivierung nicht verlassen, da diese Debuffs erst dann angezeigt werden, wenn die Verbindung aktiv ist. Sprich, solltet ihr erst losrennen, sobald ihr euren Debuff seht, werdet ihr es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Also achtet darauf auch, dass ihr nicht allzu geknubbelt hinter dem Boss steht, damit ihr auch rechtzeitig seht, wer welche Verbindung hat. Damit es auch noch etwas schwieriger wird, kommt auch, wie schon erwähnt, das altbekannte Nervengas zum Tragen. Das gecastete Nervengas ist das gleiche wie auch schon in der ersten Phase. Was es natürlich jetzt hier etwas schwieriger macht, ist es mit den Laufwegen. Denn hier muss man sich halt blind auf seinen Partner verlassen, der mal mit einem eine Verbindung eingegangen hat.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass man auch hier den kürzesten Laufweg nutzt, um richtig und rechtzeitig aus dem Nervenchaos rauszukommen. Im besten Fall übernimmt ein Spieler aus eurem Raid die Ansagen und sagt, wer wohin rennt, damit auch die anderen sich danach orientieren können. Wie gesagt, es ist wichtig, dass ihr nicht aufeinander trefft, die Personen mit den unterschiedlichen Verbindungen, also sprecht euch gut ab und reagiert schnell. Neben dem Nervengas kommt natürlich auch noch die Kopfsprengung in Rot sowie auch in Blau zu tragen in der letzten Phase. Hierbei ist es natürlich jetzt auch wichtig, richtig zu stehen und sich nicht zu weit voneinander wegzubewegen. In diesem Fall sehen wir jetzt hier, dass eine rote Kopfsprengung ist. Dies bedeutet ja, dass sich der Raid verteilen muss und erst anschließend mit dem Laser sich gesammelt werden muss. In diesem Fall sind ja vier Spieler jeweils außerhalb des Camps hinter dem Boss, sprich bei A sind zwei Spieler und bei C. Dies bedeutet nun, dass auch die Spieler bei A sowie bei C mit den Verbindungen auseinanderstehen müssen. Den optimalen Abstand der Verbindung seht ihr nun hier. Solltet ihr euch zu weit voneinander weg entfernen, bekommt ihr auch wieder einen Schwächungsdebuff und im Worst Case, solltet ihr ganz weit wegrennen, werdet ihr natürlich sterben. Dies war es dann auch schon gewesen im Endeffekt. In dieser letzten Phase würden sich diese Fähigkeiten wiederholen. Ihr seht es auch hier jetzt nochmal, die Nanosporen kommen nochmal zum Tragen. In diesem Fall, sobald dies gecast wird, wird sich einfach hinter dem Raid gesammelt, bis diese aktiv sind und dementsprechend wird sich dann verteilt oder auch nicht. In diesem Fall sehen wir jetzt hier nochmal eine Tankverbindung sowie halt auch eine Damage-Dealer-Verbindung halt hinter dem Raid und das Nervengas altbewährt, richtig ausweichen und rechtzeitig. Rausrennen ist hier die Devise. Gut, das war es auch wirklich gewesen. Dies wiederholt sich jetzt neben natürlich dem Nebenkopf, dass ihm halt abgespottet werden muss rechtzeitig und ihm halt die Explosionen über dem Kopf. Achtet darauf, auch hier kann ich euch noch den Tipp geben, achtet auf die Akustik, spielt mit den Sound-Settings hier in Final Fantasy 14, da man auch selbst zum Beispiel diese Sprengung auch sehr gut hören kann. An der Stelle ist auch nochmal zu erwähnen, dass man eben halt an dem Brustrang stehen muss. Das ist das gleiche wie auch mit dem Ei in der zweiten Phase. Man kann hier wirklich am Boss in der letzten Phase nur Schaden machen, wenn man in Melee-Range ist. Ebenso kann man keine Abkürzung nutzen, da das Barrow-Feld auch noch aktiv ist. Das seht ihr auch unterhalb des Bosses. Gut, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr werdet jetzt hier nochmal nach und nach ein paar Fakten eingeblendet sehen, halt eine kleine Zusammenfassung, was nochmal relevant ist. Und ich sage dann mal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Unterstützung. Teilt gerne meine Guides weiterhin, mich würde es freuen, in der Zukunft auch da eine Rückmeldung zu bekommen, um zu wissen, ob das ankommt und ob ich das weitermachen soll. Gebt mir einen Daumen hoch, ich würde mich riesig freuen. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß in Final Fantasy 14 Realm Reborn. Lasst uns mal gucken, was die Erweiterung mit sich bringt und welche neuen Raid-Instanzen uns erwarten. Ich werde natürlich versuchen, weiterhin auch Guides zu machen und all das, was euch interessiert, auch in der Zukunft hier auf meinem Channel zu präsentieren. Gut, an der Stelle auch nochmal vielen Dank an euch und auch an das Facebook Square Enix Team oder allgemein an Square Enix, die mich da auch unterstützen und auch Werbung machen. Und ja, da bleibt mir nichts zu sagen, als viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Guide hier auf meinem Channel. Bis dann!